Ich habe vor einigen Jahren eine sehr, sehr interessante Geschichte gelesen. Und zwar im Buch The Black Swan, der schwarze Schwan von Nicholas Nassim Taleb. Und zwar geht es in der Geschichte um zwei Brüder. Diese Brüder kommen aus Zypern und arbeiten in London. Und einer arbeitet in einer sehr angesehenen Firma, ist dort angestellt und arbeitet dort sein ganzes Leben eigentlich. Das heißt, 25 Jahre, 30 Jahre arbeitet er da in einem Job und hat jeden Monat sein festes Gehalt. Das heißt, er hat eine gute Stelle bekommen, sein Gehalt wächst und es bleibt über Monate hinweg, über Jahre hinweg, was erzähle ich über Monate, über Jahre hinweg gleich. Während sein Bruder Taxifahrer wird, das heißt, er entscheidet sich, ich mache eine Lizenz zum Taxifahrer und arbeite auf selbstständiger Basis. Und er arbeitet sich natürlich auch den Arsch ab. Manchmal hat er 6 Stunden Tage, manchmal 20 Stunden Tage, manchmal 8 Stunden Tage. Und sein Einkommen sieht eher so aus. Es ist manchmal nicht so gut. Oh, dann gibt es ein paar gute Wochen, ein paar nicht so gute, einen Monat, der super ist, einen Monat, der wieder nicht so super ist. Das heißt, sehr viel Fluktuation. Während es bei seinem Bruder auf einer Linie ist und er jeden Monat seinen Paycheck bekommt. Wo genau ist der Unterschied zwischen den beiden? Erstmal schauen wir uns an, was die beiden über die 25, 30, 40 Jahre verdienen. Man würde meinen, dass derjenige, der einen stetiges Einkommen hat, mehr verdient, oder? Denn beim einen gibt es auch mal Monate, wo gar nichts reinkommt oder sehr wenig, gibt es ein paar gute Monate. Aber wenn wir uns den Durchschnitt anschauen, über mehrere Jahrzehnte hinweg, verdienen beide ziemlich genau gleich viel. Nur ich würde behaupten, dass der Taxifahrer um einiges klüger geworden ist, um einiges mehr an Erfahrung gesammelt hat und sehr viel smarter an sein Leben rangehen muss. Und dementsprechend auch das hier sehr viel trainiert. Denn was passiert, wenn derjenige, der über Jahre hinweg einen Job hatte, plötzlich mit 50, 60 Jahren, die Firma geht pleite und er ist arbeitslos. In dem Alter einen Job zu finden, wo du dich über Jahrzehnte hinweg zurückgelehnt hast, ist nicht so einfach. Denn er wusste, hey, ich kriege jeden Monat mein Geld, ich brauche jetzt nicht unbedingt mich mega weiterbilden, mich mega anstrengen, mich mega verausgaben. Ich weiß eh, dass ich mein Geld bekomme. Beim Taxifahrer ist es nicht so. Beim Selbstständigen ist es eben nicht so, denn er muss von Tag zu Tag seine Fähigkeiten schulen, wird jeden Tag auf die Probe gestellt. Die Umstände verändern sich jeden Tag, vielleicht jede Woche, vielleicht jeden Monat, vielleicht gibt es auch mal einen Monat, wo alles gleich ist. Aber die Umstände verändern sich häufig. Dann plötzlich merkt er, okay, es kommen hier nicht mehr so viele Fahrgäste, ich muss also eher zum Flughafen oder muss ich eher an den Ort oder eher dahin. Das heißt, jeden Tag werden seine Fähigkeiten neu auf die Probe gestellt. Heißt, er wird auch über die mehreren Jahrzehnte wirklich sehr viel mehr Erfahrung sammeln, sehr viel bessere Fähigkeiten entwickeln und ständig an sich arbeiten müssen. Heißt das jetzt, dass ein Job dich unbedingt tötet? Ich war jetzt ein bisschen provokanter Videotitel. Natürlich wird das nicht so sein. Aber was können wir aus der Story mitnehmen? Naja, nur weil du jetzt einen Job hast, da ist erstmal nichts falsch dran. Schon mal vorweg, es ist nichts falsch dran, wenn du einen Job hast. Du musst nicht unbedingt selbstständig sein. Musst du nicht. Ist auch nicht für jeden. Empfehle ich auch nicht jedem. Aber was wir aus der Geschichte mitnehmen sollten, was wir aus der Geschichte nicht nur mitnehmen sollten, sondern eigentlich mitnehmen müssen, ist, dass wir uns ständig weiterentwickeln müssen. Denn nur weil wir jetzt einen Job haben und wissen, dass jeden Monat ein gewisses Gehalt reinkommt, naja, ist es leicht zu sagen, okay, ich lehne mich zurück, ich muss mir ja nicht viel anstrengen. Was aber, wenn, naja, irgendwann die Firma pleite geht, du irgendwann entlassen wirst und du hast über Jahre hinweg keine neuen Fähigkeiten erlernt, dich nicht weitergebildet, nicht an dir persönlich, nicht an deiner Persönlichkeit gearbeitet, nicht an deinen Zielen gearbeitet, dann wird das ganz schön übel für dich enden. Das heißt, ein Job an sich wird dich nicht unbedingt umlegen, nein. Sondern eher diese passive Einstellung, hey, es ist ja alles gut. Passiert ja alles, passiert ja nichts. Ich kriege jeden Monat mein Geld, muss ich mich nicht für anstrengen. Diese Einstellung, die wird dich sehr, sehr schnell ins Grab bringen. Das heißt, ganz egal, ob du selbstständig bist, ganz egal, ob du einen Job hast, ob du etwas Eigenes aufbaust, ob du viel mit anderen arbeitest, wenn du wirkliche Sicherheit haben willst, dann heißt es nicht, dass du einfach einen Job hast. Wenn du wirkliche Sicherheit haben willst, dann musst du dich ständig, stetig weiterentwickeln und neue Fähigkeiten erlernen. Denn selbst wenn du denkst, dass du in Sicherheit bist, weil du einen Arbeitsvertrag hast, naja, der Arbeitsvertrag ist auch nichts mehr wert, wenn die Firma am Ende nicht mehr da ist. Und das liegt eben nicht in deiner Hand. Deshalb arbeite an dir, arbeite an deinen Zielen, lerne neue Fähigkeiten und fall niemals in die Falle, dich einfach zurückzulehnen. Okay, wenn dir das Video gefallen hat,
dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, lass ein Abo da und schreib mir mal in die Kommentare, was deine Gedanken zu der Geschichte sind. Stimmst du mir zu? Stimmst du mir nicht zu? Würde mich sehr interessieren. Und wenn du mit mir persönlich zusammenarbeiten möchtest, ich nehme aktuell 2 bis 3 neue Coaching-Klienten auf, dann kannst du mir gerne unter dieser E-Mail-Adresse hier schreiben und dann können wir gerne mal in Kontakt kommen. Vielleicht passt das, vielleicht nicht. Vielleicht eigentlich bis dahin, je nachdem, wann das Video jetzt rauskommt, die Coaching-Plätze schon voll. Dann kommst du auf eine Warteliste. So oder so, dann sehen wir uns da im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib ihm einen Daumen hoch, lass ein Abo da und bis zum nächsten Mal.